herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aaron weiß das, nachdem ich letzte Woche Heiko komplett rasiert habe. Wie hoch war es? 8,5 oder? 8,5 mit ganz viel geschenkten Punkten. Also. Halt's Maul, Mann. Ist doch so. Was sagst du? Ich muss die Lochmann-Ehre jetzt hier retten. Aber ja. Du hast doch keine Chance. Ich habe gehört, du bist der Dümmere von beiden. Nee, ich bin auch wenn du nicht die Frisur da. Nein, Heiko, alles gut. Ich habe euch jetzt schon beobachtet. Ich habe das Gefühl, dass ich dein System durchschaut habe. Buzzern und beantworten. Nee, gut, auch, sehr auch, pfiffig. Nee, auch mal nicht buzzern. Du hast ganz viele Punkte durch Heikos Dummheit gemacht, weil er gebuzzert hat und falsch war. Du hast deinen Bruder dumm genannt. Ich fand, er war ein netter Herausforderer, so ein Aufwärmgegner, bevor irgendwie ein 12-Jähriger hier reinkommt. Auf jeden Fall, wir spielen gegeneinander. Du bist ja das Roh in Hero. Ich bin das Roh in Hero. Nochmal, und ihr habt dafür echt lange gebraucht. Es gibt ja eine Geschichte. Für den Namen meinst du? Ach so, ja. Schottland hat ja mal eine Marketingfirma beauftragt, einen geilen Slogan zu machen für Schottland. Dann haben die 125.000 Euro ausgegeben dafür und dann kam raus, Welcome to Scotland. So ist es bei euch auch etwa. Ja, es war komplett. Wir hatten schon ganz viele Songs und alles fertig. Also waren in allen anderen Schritten schon irgendwie weiter in diesen 2 Jahren. Nur der Name. Kennst du eigentlich die Regeln? Ja, komm, wie geht's? Es werden 13 Fragen gestellt. Warum 13? Weil unser Wer wird Millionär-Legendenkandidat 13 Fragen in Folge richtig beantwortet hat. Und hier die Regeln: Wer zuerst buzzert, darf antworten. Beantwortet er die Frage richtig, gibt's einen Punkt. Ist die Antwort falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Außerdem hat der Gegner dann die Möglichkeit, selbst zu buzzern und kann bei richtiger Antwort einen zweiten Punkt ergattern. Antwortet er aber auch falsch, bekommt der Erste einen Punkt. Verstanden? Los geht's. Kriege ich wieder Hero. Konzertfreikarten bei Hero, wenn's ja, mal soweit ist. Wenn wir dann wieder unter anderem unsere neue Single Siehst du mich performen dürfen und auf die Bühne dürfen, dann auf jeden Fall. Ich werde ja nie vergessen, wirklich mein zweiter TV-Beitrag war euch begleiten beim Konzert fürs Frühstücksfernsehen. Echt? Und ich habe selten so viele heulende Kinder gesehen. Wann war das denn? 2000? Boah, keine Ahnung, da wart ihr noch so groß. Ja. Erfolgreich wart ihr? Seid ihr immer noch? Boah. Aber das war nicht das Hey Aaron-Video von dem, wo du... Nee, das war das bei Hey Aaron, ich war ja öfter bei euch. Also einmal warst du ganz frech zu allen, obwohl das bist du immer so. Aber warum sind wir auch frech zu dir eigentlich? Nee, die sind alle, eure Fans sind sehr nett und höflich. Also das muss man wirklich sagen. Nicht schlau, aber sehr nett und höflich. Wir spielen jetzt gegeneinander. Marvin, willkommen. Marvin liest wieder die Fragen vor. Alter, okay, ich konzentriere mich jetzt. Gut, dann fangen wir mal an. Achso, wir brauchen noch eine Interaktion. Schreibt doch mal, warum ich euer Hero bin, in die Kommentare. Oder warum nicht? Ja, das ist einfacher. Ich habe 42 Shots mal geschafft, da bin ich schon ein Hero. So. Ey, das habt ihr mit 12 geschafft. Ich habe euch auf Videodays gesehen. Aber Echo warst du auch immer gut dabei, ne? Oder? Echo, ich war immer guter. Ihr habt beim Echo nicht mit mir gesoffen, ihr Assis. Ich habe mir heute Morgen ein Nutella-Brot geschmiert. Ja, aber warte mal, ach so. Ja, ja. Er macht gerade irgendeine Finte. Ja, ich merke schon. Und deswegen, die Finte denkt er sich immer spontan. Komm auf den Minion. Ja, ihr, stell doch mal die Frage. Nein. Der ist aufgeregt, weil der war riesen Fan von euch und ist es immer noch. Der hat auch 3 Fotos mit Max Kruse. Und der war immer bei Spielen und hat Selfies gemacht mit so Fußballern. Und er war dick als Kind. Ich wollte die Kackfrage übergehen, aber dann stelle ich sie einfach. Nennt mir 3 Sonderzeichen von der Tastatur. Hashtag, Ausrufezeichen, Bindestrich. Richtig. Ich kriege. Guck mal, jetzt bin ich der Heiko, hab schon schlechte Laune direkt. Bist du gut im Aufholen? Ich bin immer gut. In allem. Ich bin jetzt der Gejagte, ne? Du bist jetzt. Stell mal bitte die Frage. Wie lange kann die Paarung einer Schlange circa dauern? Boah! Muss man jetzt hier schätzen und dann, wenn man nah dran ist, oder muss es genauso? Nein, Schätzfragen gibt's. Ich würde denken, ich habe mal gehört, kann richtig lange dauern. Ich habe mal 9 Monate gelesen, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Nee, ich fliege hinten. Glaube ich auch nicht. Wenn ich wieder gegen deinen Bruder so mit 8-2 führe, dann war ich auch mal Spaß. Okay, dann ist die Frage zu, wie kommst du auf 9 Monate? Die sollen 9 Monate am Stück pimpern. Ja, deswegen fressen die sich voll. Es gibt so Tiere, die pimpern voll lange. 9 Monate? Mann, keine Ahnung, ich habe irgendwas gelesen, 9 Monate. Ja, lange kann man sagen. Mehrere Ach so, Stunden. Ich hätte auch noch kurz... Warten, soll wäre die Antwort gewesen, mehrere gesagt, Stunden? Ja. Ich hätte gesagt, circa. Ich habe doch schon aufgelöst. Wie lange denn? Mehrere Stunden. Ach, das ist die Antwort. Ja, ich habe gesagt, circa. Feper, Applaus für die Antwort. Marvin, super Frage. Marvin, der Kai Pflaume des YouTubes. Ich würde auch sagen, ja, okay. Dann am mehrere Stunden sind ja auch mehrere Sekunden, oder? Hätte ich auch sagen können. Viele Sekunden, nee, mehrere Stunden sind viele Sekunden. Ja. Und eine Menge Millisekunden. Nächste Frage. Boah, Marvin, der hat dich beleidigt. Ich habe nur ein bisschen gemerkt. Nein, alles gut. Dafür haben sie ja noch mal Fußball irgendwo stehen und haben sie gecheckt. Ja, das kann man hier auch aufklären. Marvin hat euch einen Fußball geschickt. Ja, wir haben vor 2 Wochen erst gerafft, dass es gar nicht vom DFB war. Aber mit dem Ball haben wir mal Fußball gespielt, Seitenschießen. Ich dachte halt wirklich, das wäre der original WM-Ball von Götze, mit dem man das. Als ob die uns das schicken. Ja, aber hey, guck, wir sind beide drauf. Ihr seid berühmt. Wir sind beide drauf reingefallen. Komm, weiter geht's. Ich will ja Haushof gewinnen heute. Es war nicht der Ball von 2014 von der WM, aber wann wurden denn die deutschen Frauen das erste Mal Fußball-Weltmeister? Oh, halt die Klappe. Frauenfußball ist Steuerverschwendung. Boah. Du sei leise. Da hast du
auch mitgespielt. Die hatten doch einmal so einen krassen Hype. Boah, ich sag, das ist ganz gefährlich. Wir haben die Fragen alle getestet. Ich konnte sie beantworten. Ja, toll. Du warst ja auch als dicker kleiner Junge mit Max Kruse Fotos gemacht. Richtig. Also, ich weiß nicht. Ich will jetzt hier. Ich bande auch. Dann mach mal einen bisschen Platz. Kannst du mir einen Tipp geben? Wenn Nein, ich gar keinen vier, Tipp. 4, 3, 2. Nee. 2018 WM in Russland hat, ich glaube, Heiko mega Stress gemacht, dass ich eine Szene für euer WM-Song-Video mache. Dann ist Deutschland rausgeflogen und das war nie online. Ja, das war ein richtiger Flug. Das war ein richtiger, hat uns aber auch genervt. Habt ihr einen Tipp? 2011. 2014. Nee, 2003. Ja, da war der 3. Da war ich 4. Boah, ich war geraten. Dann sag mir doch mal lieber, ey, die Fragen sind aber echt schwierig diesmal. Eine schwierige mache ich noch, wenn ihr die wirklich nicht beantworten kann, dann mach ich jetzt. Das ist meine Anmoderation, ich will euch nur verwirren. In welchem Land kam die Fanta das erste Mal auf den Markt? Oh, ich glaube, ich. Nee, ich hab ihn. Deutschland? Falsch. Ich war so nicht, steht unentschieden. Ich habe mal gelesen, die Fanta wurde erfunden, weil es kein. Nicht mehr das den Cola-Sirup gab. Aber trinkt man in den USA so auf Fanta? Ich denke immer, das ist so ein deutsches, so ein Deutschlandgetränk. Gut, die Frage ist. Also, warte doch mal, ich habe nicht gesagt, dass ich nicht buzzern möchte. Doch, hast du zweimal gesagt. Ich möchte den Buzzer. Kann man in Wiederholung angucken. Nein, ich möchte was sind die Antworten? Genau diese Theorie hatten auch alle, die diese Frage gestellt bekommen haben. Es war Australien, 1955. Krass. Ein Jahr später in den USA. 1-1. Das war leicht. Gute Laune wieder. Ja, das war sehr leicht. Ah. Stellst du bitte ordentlich hin? Ja, ja. Wenn man mal eine zweite Kamera hätte, wie traurig der Heiko da sitzt, wa? Ja, der denkt sich, Gott sei Dank hätte ich die Frage auch nicht gehabt, sonst hätte ich 0 Punkte. Wofür steht die Abkürzung BMI? Body Mass Index. Richtig. Kennst du dich damit aus? Meiner ist immer drüber. Mhm. Aber ich habe 3 Kilo abgenommen, sieht man. Echt? Ja. Oh, ein bisschen, ne? Ja, ich war richtig fett. Wie Marvin früher in seinen Profifußballern Bilder gemacht hat. Wolltest du mal Profifußballer werden, Marvin? Nee, Ball. Oh, fuck, jetzt 2-1 oder was? Der 1 führt, der stets verliert. Was sind Endorphine? Glückshormone? Richtig. Auch meine Antwort gewesen. Stark. Oh, ich hau den richtig hier kaputt. Ja, aber an deinen Oberarm sieht man, da kann nicht viel passieren. Ich hab mir die Bänder gerissen. Ja? Mhm. Wer von euch ist beim Skateboardfahren hingefallen? Ich hab mir die Bänder gerissen. Mit Lisa und Lena. Mhm. Und dann? Wart da nur am Baggern und zack hingefallen. Mhm. Oder habt da tolle TikTok-Tänze gemacht? Ja, aber ich hab mir wirklich, das war Horror, ey. Mit welchen zwei anderen Lebensmitteln trinkt man normalerweise Tequila? Salz und Zitrone. Richtig. Ha, da bin ich der Profi. Außerdem habe ich letztens dein Suff-Video gesehen. Fand ich sehr unterhaltsam. Vielen Dank. Was ist der Hauptbestandteil von Ketchup? Zucker. Falsch. Sag jetzt nicht Tomaten. Tomaten. Mark. Reicht mir nicht. Also ich habe doch Tomatenmark gesagt. Nein, du hast Tomaten gesagt. Ich habe Tomatenmark? Nein, er hat Tomaten gesagt. Er hat Einwand. Er hat vor dem Piep Mark noch gesagt. Ja, aber ja guck, Tomaten. Ich hab einen Schlaganfall gehabt im Kopf. Er hat Tomaten gesagt, dann Marvin schüttelt den Kopf und dann sagt er erst Mark. Ja. Na, aber ich kann doch nicht dafür, dass er einen Anschlag hat. Das ist schon unfair. Nee. Du sagst, hier soll keiner Tipps geben. Vielleicht hat er dir auch gerade einen Tipp gegeben. Dann. Ja, das ist meine Sendung. Nee. Also, gib den Roman einen Punkt. Ist okay. Ich bin dafür Ehrlichkeit. Also, danke schön, egal danke. Wer mich so jetzt hier anschreit von euch, ich habe den Kopf geschüttelt, du hast dann Mark gesagt und Fun Fact, Tomatenmark ist richtig. Aber ich habe Tomaten und den Kampf, ich hatte auf der Zunge Mark. Mhm. Ich habe nämlich auch einen Kumpel, der heißt Mark. Ja, genau. 9. Frage schon, 4-3. Was? Wir sind sehr dumm. 9. Frage? Hm? Alter. Welcher Schlumpf hat eine rote Mütze? Papa Schlumpf! Richtig. Ich wollte dich erst anbrüllen, warum es nicht frei ist und dachte ich nicht, ich habe gesagt, dass ich bin. Hättest du gewusst, Roman? Ich hätte geraten. Und was hattest du gesagt? Schlumpfines. Hast du nie, wie heißt der Bösewicht bei den Schlumpfen? Ich hab Papa Schlumpf gesagt, aber ich bin nicht mit den anderen. Gargamel. Das ist ja ein geiler Bandname. Gargamel. Gargamel wäre auch ein kranker Name eigentlich. Ja. So heißt mein und Marvins Band. Ah. Ich muss das hier gewinnen. Für die Ehre. Welcher Rapper ist bekannt für folgenden Satz? Frag nicht, was für Saft? Ah. Moneyboy. Richtig. Also A, Moneyboy und der Rapper. General, Ach du Kacke, ey. Wäre ich nie drauf gekommen, ich wollte Ratar brüllen. Mal wie der heißt, keiner. Welcher Twitch-Streamer hatte bei einem Livestream die meisten Zuschauer? Knossi. Stopp! Weltweit oder Deutschland? Twitch-Streams gibt es ja auch in USA und auch. Ja, das ist doch egal. Die Frage-Antwort war Knossi. Das war bei Schlag den Raab auch immer so. Ja, aber sind wir bei Schlag den Raab oder was? Oder sind wir hier bei die Antwort auf dem Blatt zählt. Ja, aber Leute, wir müssen auch mit. Und ich habe heute erst noch mit Jens geschrieben, weil er jetzt bei RTL ist. Wir müssen doch mit fairen Karten hier spielen. Ja. Nein, das ist fair. Doch. Er hat mich schon, bevor die Frage zu Ende gestellt wurde, hat er mich schon unterbrochen. Ich hätte auch im Nachhinein noch in Deutschland sagen können. Und er hat nicht gewartet, deswegen lasse ich das zählen. Und er hat vorhin auch seinen Punkt abgegeben. Bei der Fair play, Mann. Tomatenmark kannst du mich nicht zweimal bescheißen. Ist ja okay. Ist ja okay. Mit Heiko war es nicht so aggressiv, weil es auch nicht so spannend war. Ja. Das ist hier Rivalität. Bei ihm war es ja so. Komm. Wie viele Teile gibt es
von der Filmserie Marvel's The Avengers? Wie viele Teile? Mhm. Das ist, kannst du nicht. 4? Richtig. Boah! And Infinity Alter, War. And das war geraten. Nee, nee, nee. Ich wusste, es gibt Avengers 3 und es kam Fehler raus. Es gibt keine Nummern. Es gibt Infinity War, Endgame und davor gab es 2 Penner, Mann. Ja, gut. Wie viel, welche Frage ist das? Jetzt kommt die 13. Oh, okay. Jetzt machst du mal unentschieden. Oh, das machst du aber richtig knapp. Aktuell wird uns ja durch die Pandemie einiges kaputt gemacht. Ja, wie zum Beispiel Juro-Konzerte. Mann, ey! Keine Konzerte von Michael Wendler. Keine Großdemonstration eigentlich. Und auch Fußball findet aktuell nicht wie gewohnt statt. Aber in welchem Land sollte denn das EM-Finale letztes Jahr 2020 ausgetragen werden? EM-Finale? Das war doch die EM, die in allen Ländern ist, oder? Voilà, Kempler. Ja, keine Ahnung, ist eine super Frage. Deutschland? Falsch. Und ich weiß es, in England. Richtig. Im Mutterland des Fußballs. Ach, stimmt, Alter. Bam, 8-5. Da habe ich aber die Hero-Leute richtig blank gemacht. So, meine Lieben, das war's gegen Hero. Ich habe Heiko und Roman beide besiegt. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, hat voll Bock gemacht. Oh, ich liebe so Quizkram, ne? Ich liebe das total. Auch wenn ich mag auch Sachen, die ich nicht gut kann, wie kochen. Hero, es gibt einen neuen Song. Wie heißt der? Siehst du mich. Und den findet ihr hier. Einfach raufklicken und schreibt einfach mal Holzkopf in die Kommentare bei dem Song, dann wissen die alle, dass sie von mir kommt. Dreimal will ich es mindestens lesen. Bis dann, tschö. Tschüssi.